Der Clemens hat etwas geschafft, wovon ich immer nur geträumt habe. Er hat im Match, wirklich im Match, den Ball sowas von durchgestopft. Clemens, was ist das für ein Gefühl? Bitte, schilder uns das einmal kurz. Das weiß ich ja selber nicht. Ein unglaubliches Gefühl, muss ich sagen. Es ist ein ganz normaler Korb. Natürlich gibt es einen vollen Halbkurz von den Fans. Man darf sich ganz kurz fühlen, aber das Spiel geht trotzdem noch weiter. Es war ein cooler Moment auf jeden Fall, dass ich das zum ersten Mal geschafft habe und nicht immer nur beim Aufwärmen. Das war so geil. Ich bin so ausgezuckt. Das war echt. Ich habe mich so gefreut. Das war unglaublich. Clemens, gratuliere. Danke. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich habe hier an meiner Seite den Play of the Game vom letzten Saisonspiel der Dukes. Clemens, wie fühlt man sich nach dem letzten Match? Ja, eigentlich muss ich sagen, fühle ich mich gut trotz der Niederlage. Wir haben uns im letzten Spiel nochmal von unserer besten Seite präsentiert, haben alles gegeben bis zum Schluss. Und ich finde schade, dass die Saison vorbei ist, weil unsere Formkurve hat definitiv nach oben gezeigt. Schade, dass es vorbei ist, wie gesagt, aber ich bin froh, dass wir noch einmal so eine kämpferische Leistung gezeigt haben. So, jetzt ist die Saison vorbei. Wie schauen die Pläne für den Sommer aus, trainingsmäßig? Erstmal eine Woche entspannen auf jeden Fall. Wir müssen mal aus der Halle rauskommen. Es war eine anstrengende Saison für uns alle. Wir hatten einen ziemlich kleinen Kader am Ende. Wie gesagt, eine Woche mal entspannen. Ab 8. Mai geht es weiter mit den Trainings. Also es ist uns das Meisterschaftsende, aber nicht das Saisonende, weil wir werden weiter trainieren bis Juni und uns schon für das nächste Jahr vorbereiten.